Hallo und willkommen natürlich zu diesem Video. Wir haben den Sura wieder am Start mit der Handschuhquest. Die ging, ich würde behaupten, tatsächlich so um, ja, wie lange habe ich für die Handschuhquest gebraucht? 1,5, 2 Stunden? Ich weiß nicht, wie es bei euch am Anfang auf Johara war. Bei mir war das so beim Krieger. Ich saß mit dem Krieger, ungelogen, ich glaube zwischen 7 und 9 Stunden dran, da ich auf Johara fast nichts gerissen habe, keine Flüche gebrochen hatte, kein Damage gemacht habe und immer nur so ungefähr so eine Gruppe gepackt hatte. Hatte auch keine Exe-Alti oder so, bin mit komplett matter Alti reingegangen. Jetzt habe ich natürlich das Equipment, ich habe bessere Alti, muss aber dazu sagen, in dieser Sequenz war noch kein Rubin eingebaut und ich glaube sogar kein Onyx. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht so genau sicher. Also der Dia war, glaube ich, drin, der Granat war drin, ich glaube der Saphir war drin. Vielleicht gibt es noch gleich einen Ausschnitt dazu, was alles dabei war. Aber so generell, ich war jetzt nicht voll krass ausgestattet, aber für die Handschuhquest hat es definitiv ausgereicht. Generell, ich habe auch nur die Handschuhquest gemacht und ich glaube, ich habe sogar noch die Ritualstein-Quests mitgenommen. Vielleicht kommen die noch in den nächsten Videos. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Man kann ja noch Segnungen bekommen, magischen Stein. Was hat man noch genau? Die Ritualsteine, Schmiedehandbücher. Ich glaube, die Dinge habe ich dann teilweise auch noch mitgenommen. Was mir aber aufgefallen ist, was ich noch nicht mitgenommen habe, ist die zweite Inventarseite. Die kann man sich entweder aus dem Itemshop kaufen für, ich glaube, 600 DR oder ich glaube 1000 DR und im Angebot für 600, was ich als Gem-Level-Char ja nicht brauche, weil du musst einfach nur diese Gnoll-Quest machen und dann kriegst du die ja auch einfach so. Und jetzt müssten wir eigentlich schon fast bei der Handschuhquest durch sein. Im Endeffekt ist es nur, du musst immer nur gewisse Items, einfach nur gewisse Items droppen von den ganzen Viechern. Wenn ihr genug Präzision habt, Feuerdef und ein bisschen Blocken drin und ein bisschen was tanken könnt, dann seid ihr wirklich eine Stunde vielleicht nicht, aber so 1,5 bis 2 Stunden seid ihr damit durch. Und dann geht das auch wirklich ganz, ganz entspannt. Nicht so wie damals hier vor, wie lange ist das schon her? 3 Jahre oder so. Da habe ich mir einen Ast abgearbeitet für diese Quest. Und hier so zack, 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 zack. Und fertig das Ding. Ja, Handschuh-Quest oder Handschuh-Lizenz ist jetzt da. Heißt, wir können jetzt eigentlich den Handschuh tragen, den wir letztes gekauft haben mit, was hatte der gehabt? Ich glaube 10 TPA, 8 Prezi, 12 In, 10 Sturz. Der ist halt schon sehr, sehr nice. Aber da kommen wir ja noch dann gleich dazu. Wir haben dann ein paar Hydratruhen aufgemacht. Ich kann euch ohne Witz gar nicht mehr sagen, warum ich die aufgemacht habe. Ich glaube, wegen dem Ring der Hydra oder so. Aber es macht ja auch keinen Sinn. Vielleicht, um auf Johara zu kommen. Vielleicht deswegen. Steine an Bücher habe ich auch mitgenommen. Magischer Stein, den haben wir auch noch rausgezogen. Und ja, wie gesagt, keine Ahnung, warum ich die Dinger aufgemacht habe. Aber ich dachte mal so, naja, ein paar Truhen, die kann man mal mit reinnehmen. Wer weiß, ob da noch was Sinnvolles kommt. Aber hey, magischer Stein, Exos, 10% Bänder, nimmt mal alles mit. Nächster Plan wäre wahrscheinlich, dass wir auch die Skills mal auf P lesen. Wobei, okay, wait. Kleiner Spoiler, sie sind immer noch nicht P, also egal. HTA haben wir gekauft mit 2 KTP, 10 HM, 4 Gift. Ja, es ist kein krasses HTA. Der Sura braucht aber eigentlich nicht unbedingt TP absorbieren. Und für 12 von ist der Preis wirklich solide. Da kann man echt nichts sagen. Für eine Grotte 3 wird es auf jeden Fall ausreichen. Zudem haben wir noch einen neuen Tali geholt. 25 Eis, 25 Dunkelheit, 3 Def, 10 HM Def. Der ist nice für Grotte 3. Info kurz am Rande, HM Def wirkt nicht in der Grotte 3. Ist aber nice, wenn dir jemand eine Kammer klauen will oder so, hast du nochmal einen Tali, der dir ein bisschen PvP Def theoretisch gibt. Handschuh, was ich vorhin erwähnt hatte, mit den, ja, mit den guten Werten, den haben wir, glaube ich, damals für 140 Won oder so gekauft. Haben wir abgegeben für 6.7. Hab voll die Acceleratoren drüber gezogen. Dazu noch eine Info: Die Acceleratoren hatte ich noch vom Goblin-Event und aus dem Höllenturm. Boah, den Höllenturm habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ey. Und ja, erste hat funktioniert. Leider aber nur Crab-Boni draufgekommen. Dann haben wir wieder alles drauf gezündet. Wir haben ja nur, Anführungsstrichen nur, wobei, nee, scheiß auf die Anführungsstriche. Wir haben nur eine Chance von 70%, dass es funktioniert. Natürlich, wer hätte es gedacht, ist es gefailed? Das erinnert mich schon wieder an den Tali, den ich damals hatte. Der hat, glaube ich, 4 oder 5 Mal hintereinander gefailed. Richtiger Pain. Und jetzt hat es dieses Mal geklappt. Es hat mich dann tatsächlich noch kurz gepackt und ich habe mir 5 Segnungen aus dem ES gekauft, weil ich mir so dachte, ja, jetzt will ich aber mal, ne? Ich glaube, das waren
Ich müsste echt mal gucken, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich großartig viele Segnungen aus dem ES geholt habe, weil ich halt gesagt habe, nee, ich will die ganze Kacke nicht mehr. Ich glaube, ich habe dieses Jahr, Alter, ich weiß es nicht, ne? Lass es 10 oder 15 Segnungen sein, die ich aus dem Itemshop gekauft habe, und das sind schon 5 davon gewesen. Blitzboni oder Bosse oder Mädchen nehme ich alles mit. Bis jetzt nur Müll gekommen. Und jetzt haben wir den letzten Dreher noch. Und der gibt mir ein Mädchen, Alter. Jetzt habe ich's. Kappa. Jetzt haben wir Steine. Wir hatten ja nur die normalen 15er Steine drin. Die müssen wir jetzt alle rausschmeißen. 15er sind Müll für meine Belangen, die ich da habe. 30er instant geklappt. Wit nehme ich mit. Muss auch fairerweise sagen, ich nehme alles an 30er Stein mit. Also selbst wenn ich einen 30er Int habe, das ist mir völlig egal, den lasse ich drin. Da haue ich dann noch 5 Rollen der Korrektur drauf, um dann wieder nochmal Int oder so reinzubekommen. Also alle Variationen nehme ich mit. Der zweite hat auch geklappt. Das ist auch geil. Das ist nice. Das ist Stärke. Jetzt brauchen wir im Endeffekt nur noch Rest. Also die haben mega nice funktioniert. Man muss nur aufpassen, wenn man Steine reinmacht. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Kombination oder bei was es genau war, dass wenn der erste ein Splitter ist, dann machst du es auf der zweiten Stelle rein. Ich glaube, wenn du dann Steine-Handbuch nimmst, dann bleibt es in der Mitte, weil wenn du es nicht abst, dann rutscht, also wenn du es abst, dann rutscht der erste Stein wieder nach oben. Boah, ich weiß nicht mehr, wie das war. Vielleicht kann mir da einer in den Kommentaren nochmal kurz auf die Sprünge helfen, dass sich da besser auskennt, um das nochmal, ja, ein bisschen zu erklären. Ich überlege gerade, ob ich die Hydratron für Steinhandbücher aufgemacht habe, aber ich habe auf meinem typischen Andy noch 70. Naja, gehen wir zur nächsten Szene. Und zwar eine Segnung auf dem Krafthandschuh. Ah! Und 4 Bosse. Und das lassen wir auch so. Weil das ist gar nicht so verkehrt. Er kann auch mal meinen Krieger den Handschuh nehmen, falls ich mal wieder irgendwelche Bosse farm oder so. Oder was weiß ich. Und 4 Bosse, okay, sind keine 5 Bosse, aber 4 Bosse sind halt auch stark. Also kann man auf jeden Fall benutzen. Heißt, der Handschuh ist schon mal fertig. Und jetzt Erinnerung, Leute. Alarm, Alarm. Wenn ihr eure Kostüme noch nicht verlängert habt, macht's jetzt. Wie oft hat man das, dass man irgendwie seinen Rüstungsskill mit 3 Bonis nicht verlängert oder sein Helm-Cosi oder sein Waffen-Cosi, vor allem mit 10 dB, 10 Crit? Vergesst es nicht. Ey, ich muss immer drauf gucken. Ich habe heute schon wieder mein Rüstungskostüm vergessen. 3 Bonis, futsch. Jetzt haben wir die Sequenz, wo der Sura in der Grotte 3 ist. Und ich gehe gerade ein bisschen die Equipment-Teile durch. Ich gehe sie nicht einfach, also ich gehe die irgendwie nur so weird-mäßig durch, also guckt auf jeden Fall mal ein bisschen genauer hin, wenn ihr es sehen möchtet. Ich kann aber ganz kurz was zu den Equipment-Teilen sagen. Zodiac-Schwert, 35 DSS, 10 HM, fürstlich. Damage-Helm, plus 9, 10 HM, fürstlich. Schlangenrüstung, plus 9, Doppelmob, fast Max-Dev, fürstlich. Also Set-Boni haben wir auf jeden Fall mit 10% Magie-Nahkampf und 2,5k TP. Dann, was haben wir noch? Tigerschild, 10 HM, 15 Blocken, 12 Stärke. Ja, ich habe kein Titani, weil ich jetzt nicht zu 100% diesen Nutzen erkenne, wegen FKS, Def Damage, oder wegen FKS, Def, dann Titani zu nutzen. Ja, ich weiß, die Chaos machen ein FKS, Def, machen FKS Schaden, aber ich habe selber mal in der Grotte getestet und das hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sage, ich muss jetzt einen Titani holen, weil die Chaos hitten auch sehr oft normal und bis die mal zum Skill Damage kommt, kann auch sein, dass du die vielleicht schon platt gehittet hast. Also, wenn ihr auch die Chance auf ein 61er Schild habt und eh nicht so viel Geld da habt, also meiner Meinung nach kann man sich auch ein 61er Schild holen mit 10, 15. Dann haben wir Ebis mit 10 HM, 15 Pfeil, das HTA, 2K, 10 HM, Quellinschuhe, 2K, 10 Crit, 8 Ohnmacht, Herrscherband mit dem Krähenstallbogen plus 9, 52 DSS drin. Doppelprezi, Sonnenedit Halskette plus 6 müsste die sein, 1K, 10 Crit. Tali, Feuertali plus 2 oder so, 5 der 25 Eis. Und Nasa-Amulett, das ist natürlich entscheidend. Ohne Nasa-Amulett mache ich vielleicht nur so 20k Damage oder so. Gibt aber genug Sachen, die man noch verfeinern kann. Man kann jeweils einen Waffenskin und einen Helmskin nehmen mit 10 HM. Man kann Feuerschuhe nehmen. Man kann elementar Kraftstein oder Deathstein nehmen, je nachdem, was man halt braucht. Wie gesagt, so solche Sachen halt wie Feuerschuhe, ne? 1 bis 2 KTP, 10 Crit plus 8, 9 reicht auch schon völlig aus. Und überall habe ich halt mal ein bisschen rumgetestet, was sich halt da am meisten, ja, was am meisten Sinn macht. Alti kennt ihr mittlerweile auch, habe ich im letzten Video gezeigt. Oder im vorletzten vom Sura. Ja, die meisten haben sich über den Rubin beschwert, weil er Doppeldev hat, aber ganz ehrlich, ich kann euch sagen, bis jetzt hat er mich super gut durchgebracht und ich habe es auch nicht bereut, den zu kaufen.
Ja, Nessie gedreht und wir haben ein Wayne-Siegel, was kein Damage gibt, sondern nur, ich glaube, DB oder so und TP. Deswegen, ja, ganz viele Baustellen noch zum Ausbessern, aber der Sura steht. Das war's auch mit dem Video. Feedback gerne erwünscht, schreibt was in die Kommentare, lasst ein Like da. Tiger-Ghost-Codes in der Beschreibung, auf dem Discord einfach kommen. Und damit bin ich raus, meine Freunde. Haut rein.